Leute, Crimex hier, was geht mit Paul Berger? Herzlich willkommen zum Autobahn-Polizeisimulator 2, meine Freunde. Viele von euch haben mir in die Kommentare geschrieben, ich soll mal den Autobahn-Polizeisimulator spielen. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Ich habe es noch nie gespielt. Wir gehen jetzt einfach direkt mal hier direkt rein. Neues Spiel, meine Freunde. Ich bin gehypt, ich bin ready. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Und ich muss sagen, mir macht es unfassbar Spaß, hier auf dem Paul Berger-Kanal immer diese geilen Games mit euch zu testen. Hä, was? Man kann sich hier sogar einen eigenen Charakter erstellen? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es gibt hier auch verschiedene Vorlagen. Man kann sich hier auswählen, ob man Mann oder Frau macht. Komm, wir machen einfach mal einen Mann, Leute. Das muss ja hier ein bisschen realistisch sein, ne? Wir sprechen ja nicht für eine Frau, sondern hier für einen Mann. Deswegen, so, guck mal, der sieht doch hier gepflegt aus. Schön Bart rasiert auch. Der sieht hier ein bisschen mir zu ungepflegt aus. Da machen wir einfach mal den Typen jetzt hier, ne? Und es geht los, Leute. Heute ist unser erster Tag bei der Autobahnpolizei. Einführung spielen empfohlen, Einführung überspringen. Oh, ich glaube, so eine Einführung, oh Gott, ist das laut, so eine Einführung an sich kann, glaube ich, nicht schaden. So, jetzt muss man sich hier erstmal am Empfang melden, Leute. Was kann ich für Sie tun? Oh, ist sogar auf Deutsch synchronisiert. Das ist hier der Chef. Würden Sie vielleicht auch erstmal mit dem Fußvolk vorlieb nehmen? Nein, und ich weiß, dass er der Chef ist. Genau deshalb möchte ich auch... Ich will mit dem Chef sprechen. Energie, nee, wir drücken ihm jetzt eine Ansage. Der soll direkt wissen, dass wir hier der Chef sind. Ich bin ein Kollege, der einen Termin bei Ihrem Chef hat. Weiß er eigentlich, wie Sie sich hier aufhören? Okay. Ja, so nämlich. Nicht zurückstecken, direkt draufhauen, dass er weiß. Dass Sie heute hier anfangen. Ja, ich bin bald dein Vorgesetzter, Junge. Pass auf, mit wem du redest. So, sehr gut. Okay, jetzt müssen wir hier mit dem Chef sprechen und dem direkt sagen, dass wir jetzt... Oh Gott, wie geht denn hier die Tür auf, Bruder? So, zack, einmal hier hoch. Jetzt hier alle kein Auge machen. Ja, wir gehen jetzt hier in die Polizeistation rein. Okay. Rennen ist hier ein bisschen komisch bei dem Simulator. So, und hier mit dem Chef will ich direkt einmal sprechen. So. Tür aufmachen und rein da. Moin, Meister. Ah, Sie sind also Herr Schmidt. Genau so ist es. Mit der Narbe. Zu spät. Was, ich bin zu spät? Ehrlich, Ausflüchte. Komm, wir sind ehrlich. Wir sind ehrlich. Ja, Sie haben recht. Es tut mir leid. Merken Sie sich für die Zukunft... Ich hasse Unpünktlichkeit und Schlampigkeit jeder Art. Ja, okay, ist gemerkt. Sie haben einen gefährlichen Job. Auf der Autobahn kann immer etwas passieren. Gefährlich? Sie verbringen von nun an einen großen Teil Ihres Lebens im Einsatzwagen. Deshalb kein Problem. Eine Nachlässigkeit. Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. Dann werden wir beide keine Probleme bekommen, okay? Verstanden, Herr Becker. Er macht so, als hätten wir so mit übelst bewaffneten Leuten was zu tun. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Gut, Leute, jetzt sollen wir mit der Frau, wie hieß sie, Frau Roth oder so, sollen wir jetzt hier quatschen. Da ist sie ja. Hallo und herzlich willkommen in unserem Revier. Das ist aber eine süße Maus hier, die Leonie Roth. Haben Sie mich schon erwartet? Okay. Nein, aber die Wand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht. Sollen wir vielleicht mal abends was essen gehen? Energisch, gib ihr eine Ansage direkt. Wie sich der Alte denn auf? 10 Minuten zu spät an meinem ersten Tag. Es gibt doch wirklich Schlimmeres. Drei Dinge sollten Sie wissen. Erstens, Herr Becker meint es nur gut. Ihm ist das Wir drücken hier jedem Ansagen. Die Aufgabe, die wir übernehmen, sehr wichtig. Zweitens, ich arbeite sehr eng mit Herrn Becker zusammen. Was? Ich erzähle ihm, was in seinem Revier so vor sich geht. Oh nein. Und drittens. Wir haben reingeschaut. So, oh Leute, mit der Leonie war nicht so gut. Wir müssen da vielleicht immer noch mal das Eis brechen. Aber jetzt müssen wir erstmal mit unserem Partner, mit dem Hans Haas, sprechen. So, okay, Leute. Jetzt sollen wir unsere Uniform anziehen. Da gehen wir jetzt direkt mal runter in die Umkleide hier. Beiseite Schmalspur. Und hier, nee, warte, hier ist die Umkleide. So, einmal hier in die Umkleide reingehen und dann ziehen wir uns hier erstmal um. Oh, Leute, wir sind im Einsatz. Officer Crimex wieder im Dienst hier. Und das jetzt hier mein Kollege, also der Hans Haas, oder was? Ich bin Hans, dein Partner. Freut mich, dich kennenzulernen. Oh, was macht der denn da draußen? Wir haben im Auto genug Zeit zu reden. Lass uns loslegen. Der Einsatzwagen steht im Hof. Let's go, Leute. Oh, Leute, unser Dienstwagen. Let's go. Okay, wir haben hier so einen schönen Dreier-BMW. Fahren auch in NRW rum. So in Köln hatten die auch immer diese Dreier-BMWs. Los geht's. Okay, in 1, oh Gott, ich crashe direkt die Kiste irgendwo rein. Rückwärtsgang. Fahren ist auch ein bisschen komisch. In GTA ist das anders mit dem Fahren. So, wir müssen auch nicht über die roten Ampeln fahren. Ist ja, bei den roten Ampeln halten ist ja egal. Okay, Leute, wir machen jetzt hier mal das Blaulicht an. Woo! Blaulicht und die Sirene. Du, du, du. Wir haben Einsatz. Okay. Sehr gut. Beiseite. Okay, hier ist 100. Wir brettern hier erstmal mit 150 entlang. Da ist ein Stau, da ist ein Unfall. Wir müssen eine Rettungsgasse bilden. Oh mein Gott, jetzt ist hier richtig Action.
Alle aus dem Weg! Okay, wir müssen dafür sorgen, dass da eine Rettungsgasse gebildet wird. Auch immer ganz wichtig, Leute. Wenn auf der Autobahn mal irgendwo ein Unfall oder so ist oder Stau, macht eine Rettungsgasse. Wir fetzen hier mit 200 entlang. Beiseite. Oh, da ist der Unfall. Da ist er, da ist er. So, machen wir mal die Sirene. Sirene aus. So. Ja, weiterfahren. Weitermachen, Leute. So, jetzt steigen wir hier einmal aus. Was? Alle Einsatzfahrzeuge. Wir brauchen noch freiwillig. Okay. Was ist denn jetzt hier los? Hier ist doch gar kein Stau. Hier ist doch einfach nur eine Frau, hier mit, die einen Unfall gebaut hat oder so. Guten Tag. Was ist denn hier passiert? Sehen Sie es nicht? Der Reifen ist platt. Wie ist denn das passiert? Hier auf der Autobahn lag ein Brett mit Nägeln drin. Boah. Das habe ich erst im allerletzten Ehrenlos Moment gesehen und bin drüber gefahren. Haben Sie schon einen Abschleppdienst gerufen? Ja, der Pannendienst ist unterwegs. Okay, bitte treten Sie hinter die Leitplanke und warten Sie auf den Abschleppwagen. Ich werde mich um das Nagelbrett kümmern. Okay. Ja, mache ich. Vielen Dank. Da liegt ein Nagelbrett auf der Straße. Das ist ja auch assi, Leute. Das ist ja kein Zufall, würde ich mal behaupten. Also wer sowas macht... Was ist denn jetzt hier mit der Sicht hier los? Hallo? Ey, okay, da hinten, da liegt ein Nagelbrett. Jetzt müssen wir hier aber über die Autobahn steppen. Das ist ja auch ein bisschen gefährlich, ne? Wisst ihr was? Ich nehme das Auto. Ich habe doch keine Beine trainiert. Ich laufe doch nicht da hinten hin. Wir machen jetzt hier einfach mal kurz den Geisterfahrer-Modus. Aber ist ja egal, wir sind ja die Polizei. So. Wir machen die Sirene an, damit die uns auch hören. Dann machen wir hier eine kleine Straßensperre, damit hier nicht noch mehr Autos durchfahren. So, perfekt. Jetzt erstmal alle halten hier. Niemand fährt jetzt hier mehr durch. So, jetzt müssen wir hier dieses Nagelbrett entfernen. Okay, so. Das ist also der Übeltäter. Genau. Ich entferne das mal. So, sehr gut. Haben wir gemacht. Die Mission haben wir erfüllt. So, wir können hier mal einen Funkspruch durchgeben. Check, check. Check, check. Officer Crimex an Zentrale. Einsatz wurde erledigt. Komm zurück zur Zentrale. Check, check. Boah, Leute, wir sind hier wirklich ein richtig professioneller Polizist. Wer könnte das besser machen als Officer Crimex und sein Kollege Harald Hans oder wie der hieß, keine Ahnung. Oh, da kommt ein neuer Einsatz. Ja. Check, check, wir übernehmen. So, schön mit Blaulicht heizen. Leute, wäre ich Polizist, würde die ganze Zeit mit Blaulicht heizen. Ich sage euch, wie es ist. Woo, so würde ich über die Autobahn brettern. Man kann ja auch nicht geblitzt werden, ist ja alles egal, ne? So, gut, wir sollen jetzt zurück zur Polizeiwache gehen. Jetzt steppen wir hier mal rein. Ich bin hier noch ein bisschen lost beim Polizeiautobahn-Simulator. Oder Autobahn-Polizeisimulator, so rum. Nein, ich hätte vorne reingehen sollen. Sag doch was, Harald Hans. Kollege Hans, sag doch mal was. Wir haben uns jetzt erstmal einen schönen Gäffchen und einen Donut verdient. Oh, warte, gehe zu deinem Arbeitsplatz, okay? Ist hier oben, haben wir ein eigenes Büro oder was? Ah, hier ist unser Schreibtisch. Okay, wir haben, oder? Ja, unser Schreibtisch. Wir haben leider noch kein eigenes Büro, aber da müssen wir erst noch befördert werden. Einflusspunkte. Oh, okay, warte, hier können wir uns Upgrades freischalten. Oh, wir können dadurch schneller fahren. Finde ich eigentlich cool. Komm, machen wir das einfach mal. Kaufen wir uns hier halt einfach mal das Verkehrssystem, haben wir uns jetzt hier geholt. Wechsel zur Nachtschicht, Leute. Ach, ey, Kollege Hans, einsteigen. Wir kriegen jetzt hier gleich wieder einen Einsatz rein. Kann ich denn hier das Licht anmachen beim Auto? Weiß jetzt hier gerade nicht, aber egal. Wir fahren einfach mit Blaulicht rum. Erreiche Zielort. Oh, Leute, wir haben Einsatzort, wir haben Einsatzort. Sirene an. Ich weiß zwar nicht, wie man das normale Licht vom Auto anmachen kann, deswegen fahre ich einfach nur mit Sirene rum, damit man uns sieht. Wir sind auf dem Weg. Oh, ein Unfall. Oh. Es hat einen Unfall gegeben. So, wir machen jetzt hier erstmal eine Straßenblockade. Wo waren hier? Hier war doch gar kein Unfall. Führe eine Geschwindigkeitsabstandsmessung durch. Okay, so, wir haben... gut, dann machen wir das hier mal aus, weil hier ist ja irgendwie doch kein Unfall jetzt mehr. Kann ich das denn ausmachen? Also Leute, ich bin gerade irgendwie zu lost dafür, weil... Wie soll das denn gehen? Wie macht man denn so eine Geschwindigkeits- und Abstandsmessung? Das erklärt mir hier auch irgendwie gerade keiner. Ja, komm, wir gehen jetzt auf Streife. Wir können das. Oh, Leute, hier ist gerade ein neuer Einsatz reingekommen. Wir müssen jetzt hier mal kurz den Geisterfahrer-Modus aktivieren. So, aus dem Weg. Zack, Sirene an. In 2 Kilometern ist der nämlich entfernt hier von uns. Wir müssen da jetzt schnell hinkommen. Und zwar, da wird jemand gesucht. So, Leute, das ist jetzt hier unser Einsatz. Das ist jetzt hier unser Einsatz. Wir machen jetzt hier sogar den Geisterfahrer-Modus an. Ich glaube nicht, dass irgendeine Polizei das in echt so machen würde. Aber wir sind halt einfach die Supercops. Der Kollege Hans und ich. Die Supercops sind im Einsatz.
Oh, 1 Kilometer Entfernung, Leute. Oh, wow, oh, wow, oh, oh. Okay, wir driften hier, wir driften. Ey, ich nicht. Ich bin hier gerade. Ich will hier gerade die anderen da jagen. Die auf der Flucht sind hier. 200 Meter noch entfernt. Nein! Warum können wir denn hier nicht durch? Oh, Leute, wie kommen wir denn da hin? Ich dachte, hier könnte man runterfahren von der Ausfahrt. So, schnell. Kickdown. Der BMW ist so langsam. Okay, hier können wir, glaube ich, runter von der Autobahn. So, hier vorne muss es sein. Hä? Das ist doch hier die Polizeistation, wo wir jetzt wieder sind. Och, Leute. Okay. Ich glaube, ich bin einfach zu lost noch. Ich muss mir mal hier nochmal die ganzen Steuerungen durchschauen. Der hat doch hier gerade gesagt, da ist ein Häftling. Hä? Warum zeigt es denn jetzt hier ein Einsatzsymbol hier an? So ganz sehe ich hier noch nicht durch. Warum sollen wir denn jetzt hier wieder beim Chef reingehen? Ja, moin, Meister. Hallo, Chef. Sie wollten mich sprechen? Ja, ich möchte Ihnen einen speziellen Auftrag geben. Ein Spezialauftrag? Wir haben seit Wochen Probleme mit einem Steinewerfer. Ach. Ihr scheint es lustig zu finden, Steine von Brücken auf die Autobahn fallen zu lassen. Alter. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass das gefährlich enden kann. Suchen Sie am letzten Tatort nach Hinweisen. Ich will diesen Täter zu fassen kriegen. Möglicherweise finden Sie etwas Interessantes auf der Brücke. Der Fall hat höchste Priorität. Okay, ich verstehe. Als Verwirrtbares stoßen, halten Sie mich auf dem Laufenden. Danke. Okay, Leute, wir haben jetzt hier eine richtige Mission bekommen, so eine richtige Ermittlung. Und zwar sind wir hier drauf angesetzt, den Steinewerfer rauszuziehen. Leute, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.